Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Pointer. Auch wenn das Seminar und die Vorlesungen vermutlich in Deutschland die etabliertesten Lehrformen an den Universitäten sind, gibt es immer wieder einige Professoren, die ständig auf der Suche nach besseren und alternativen Lehrmodellen sind. Ein Lernprinzip, das in den letzten paar Jahren in Deutschland immer beliebter geworden ist, ist der sogenannte Inverted Classroom. Ich hatte an meiner ersten Fachhochschule die Möglichkeit, selber ein paar Vorlesungen im Inverted Classroom zu besuchen, konnte mir dabei meine eigene Meinung über dieses Lehrprinzip bilden. Heute möchte ich euch gerne einmal erklären, worum es sich beim Inverted Classroom handelt und was ich von diesem Lehrprinzip halte. Die allererste Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ist Inverted Classroom überhaupt? Die Übersetzung von Inverted Classroom wäre vermutlich so etwas wie der Begriff umgedrehter Klassenraum. Und genau das ist das Lehrmodell Inverted Classroom. Es tauscht die Rolle der Lehrenden und der Lernenden. Jeder Schüler oder Student kennt vermutlich das Prinzip vom Unterricht oder von der Vorlesung. Man geht in die Vorlesung, bekommt Input vom Professor und am Ende geht man nach Hause und muss dort anhand von Aufgaben oder in Eigenarbeit das Thema vertiefen und ins Langzeitgedächtnis übernehmen. Inverted Classroom spielt mit genau diesem Prinzip. Anstatt dass in der Uni oder in der Schule gelehrt wird, sollen die Schüler bzw. Studenten in der Universität vertiefen und Fragen stellen und den Stoff zu Hause selber erarbeiten und für sich selber klar bekommen. Das bedeutet, dass in den Vorlesungen mit den Professoren Aufgaben gerechnet werden und die Studenten die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und zu Hause von den Studenten erwartet wird, dass sie sich Lehrvideos angucken oder Bücher lesen und sich damit den Stoff selber beibringen. Die Vorteile, die man sich dadurch erhofft, sind relativ vielfältig. Ich denke, es ist relativ eindeutig, dass man in einer solchen Situation sehr viel mehr in seinem eigenen Tempo lernen kann. Das liegt daran, dass man nicht von den anderen Studenten mitgezogen werden kann und sich deshalb sehr viel mehr auf seine eigenen Problemfälle konzentrieren kann. Der andere Vorteil ist natürlich, dass man sehr viel mehr gewillt ist, in der Uni zu wiederholen. Dadurch, dass in der Uni ständig Aufgaben gerechnet werden, ist man auch ständig gezwungen zu vertiefen, und dadurch wird es einem sehr viel leichter fallen, den Stoff ins Langzeitgedächtnis zu übernehmen. Der allerletzte Vorteil ist in meinen Augen vor allem auch, dass der Professor sehr viel mehr Zeit für die Studierenden hat. Anstatt dass der Professor in den Vorlesungen wirklich noch Input von sich geben muss, kann er sich eher darauf konzentrieren, den Studenten zu helfen, mit ihnen Aufgaben zu rechnen und individuelle Probleme und Fragen zu klären. Auch wenn Inverted Classroom auf dem Papier sehr gut klingt, möchte ich jetzt erstmal von meiner eigenen Erfahrung mit diesem Lehrmodell berichten. Als ich an meiner ersten Fachhochschule angefangen habe zu studieren, ist es im zweiten Semester angefangen, dass einige Vorlesungen durch das Lehrmodell Inverted Classroom ersetzt wurden. Auch wenn es verschiedene Fächer waren, so war der Ablauf dabei meistens relativ ähnlich. Zu Hause wurde von uns Studierenden erwartet, dass wir uns Lehrvideos angucken. Diese hatten meistens einen Umfang von ungefähr 60 bis 180 Minuten. In der Vorlesung hat danach der Professor mit uns Aufgaben gerechnet und den Stoff vertieft. Auch wenn das Ganze auf dem Papier sehr, sehr gut klingt, muss ich sagen, dass ich mit dem Modell Inverted Classroom keine guten Erfahrungen gemacht habe. Das liegt vor allem daran, dass mir aufgefallen ist, dass der Erfolg von Inverted Classroom einfach ungemein von den technischen Fähigkeiten der Lehrenden abhängt. An meiner ersten Fachhochschule waren es viel weniger Lehrvideos, mit denen ich mir den Stoff selber beibringen musste, als stumpfe PowerPoint-Präsentationen, die von einer Audiospur begleitet wurden. Das Ganze ist in meinen Augen keine schöne Art zu lernen, da man natürlich kein Gesicht vor Augen hat, nicht wirklich eine Tafel sieht, an der mal etwas angeschrieben oder verdeutlicht wird. Und vor allem hört man die ganze Zeit eine monotone Stimme, die eine PowerPoint-Präsentation vorliest. Das Ganze hat bei mir und bei vielen anderen Studierenden meines Jahrgangs dazu geführt, dass man sich die Lehrvideos gar nicht erst angeguckt hat und dann versucht hat, in der Sitzung einfach irgendwie mit den Aufgaben klarzukommen. Generell muss ich sagen, dass die Vorteile von Inverted Classroom relativ schnell zu seinen Nachteilen werden können. Auch wenn die Studierenden in ihrem eigenen Tempo lernen können, sind sie gezwungen, sich selbst zu motivieren. Und gerade das fällt vielen jungen Leuten schwer. Auch wenn man die Digitalisierung nutzen kann und Lehrvideos bzw. Interaktivität nutzen kann, um den Studierenden den Stoff näher zu bringen, hängt meistens gerade die Qualität dieser Videos und damit die Qualität des Lehrerfolgs sehr stark von den Lehrpersonen ab. Der letzte Nachteil ist in meinen Augen vor allem, dass das Lernen anhand von Lehrvideos oder anhand von stumpfen Texten in meinen Augen einfach wahnsinnig langweilig ist. Auch wenn Vorlesungen immer mal wieder sehr einschläfernd sein können, muss ich sagen, dass gerade Videos vom Inverted Classroom
bei mir immer dazu geführt haben, dass ich direkt müde geworden bin und eigentlich gar keine Lust mehr hatte, mein Studium weiterzuführen. Insgesamt denke ich, dass Inverted Classroom eine wahnsinnig gute Idee ist, allerdings mit den derzeitigen technischen Gegebenheiten an den Unis und vor allem bei den Professoren vermutlich nicht immer vernünftig durchgesetzt werden kann. Am Ende interessiert mich noch, wie du zum Thema Inverted Classroom stehst. Konntest du schon deine eigenen Erfahrungen damit sammeln und wie hat sich das Ganze bei dir ausgewirkt? Lass einfach mal einen Kommentar da. Und falls du noch ein bisschen Zeit hast, lass ein Like da, abonniert Pointer und check die Videos in unserer Endcard aus. Ist bestimmt noch was dabei, was dich interessieren könnte. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!